Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Heute haben wir Freitag, den 25.10., wenn ich mich nicht irre. Und haben die Folge 232. Und wir werden jetzt mal mit unseren erbeuteten Schätzen hier erstmal zurückreisen. Und hier kommen wir auf jeden Fall nochmal her. Da werden wir das ganze Ding nochmal verstärken mit Obsidian. Dann, damit nicht nochmal so ein. Also wir waren ja völlig abgeschirmt. Wirklich dieser eine einzige Sandklumpen in der Mitte am Fußboden. Der hat uns das Genick gebrochen. Also fast das Genick gebrochen. Also wenn wir komplett Obsidian drum haben, kann da keiner was machen. Und hier gibt es wieder ein paar Kleinigkeiten zu holen, ja. Ach, dieses Schwert ist so lasch, ey. Im Vergleich zu dem anderen, was ich hatte. Also auch gleich abgenutzt. Wir hatten ja Gott sei Dank nochmal 6 Diamanten geholt. Gefunden. Geholt. Hier spawnen noch. Hier spawnen keine Zombies, wa? Am hellerlichen Tag. Bei mir am Nether-Tempel, ja. Eine Kuh. Ach komm, lass uns mal zurückfahren. Eine ganz besinnliche Folge. Eine Kartoffel haben wir sogar bekommen. Wie großzügig. Und zurück nach Hause. Das waren wirklich zwei... Eine sehr aufregende Nacht und eine total langweilige Nacht. Aber ihr habt sie gesehen, die Human XP Farm. Da werden wir auch auf jeden Fall nochmal hinfahren, wenn wir uns noch ein bisschen... Oh, was haben wir denn da? Die Chunks laden langsam. Das ist ja was ganz Neues hier. Hat man ja lange nicht gehabt. Nicht, dass das diese geheimnisvollen... Ein 6er Fehler sind. Ich habe schon bei Opa Zeron und bei Shadow Skulls was gehört von Fehlern, die sich häufen. Wahrscheinlich, um einen dazu zu zwingen, auf die 1.4 zu gehen oder was. Man weiß ja immer nicht, wie die so drauf sind, diese bösen, diese guten, wisst ihr? Die guten. Wir reden hier nur über die Guten und nicht über die Bösen. So. Zurück, weiter nach Hause. Bin ja gleich da. Jetzt habe ich wieder vergessen, die Uhr anzumachen. Mit 24 XP im Gepäck. Das ist doch eine feine Sache. Wir haben, glaube ich, auch ein bisschen Eisen noch. Gedingst, bumst. Ey, Mist. Das ist krass, da bleibt man hier echt hängen dann mit der Lore und steckt dann dazwischen und hat Schmerzen. Krass. Und wenn man es so macht, kann das aber nicht passieren. Wir werden die Lore hier auch gleich mal hinstellen, damit diese Vollpfosten viel leichter reinklettern. Ich weiß, es ist respektlos, aber ich bin nun mal aus meiner, von dem Planeten, von dem ich komme, da ist halt nun mal eine hohe Intelligenz angesagt. Komm, steig ein hier. Ach so, der kommt von da oben. Stimmt, da hatte ich ja so einen Gang gebaut vor ein paar Folgen. Falls ihr hier komische Geräusche hört, das ist mein Hund. Der reibt sich hier irgendwie gerade auf dem Teppich sein, mit dem Rücken so. Der legt sich immer auf den Rücken und dann wälzt er sich rum. Ist wahrscheinlich so eine Art wie Waschen, ja? So ein Waschenersatz sozusagen. Ja, dann gehen wir mal hier oben lang. Ist ja auch mal schön, wenn man mal woanders lang spazieren kann. Wir sehen schon, die Sonne geht gleich wieder unter.
unsere bäuerliche Bevölkerung mit dem niedrigen Bildungsstand lebt noch. Und wir kommen nach Hause und sind hier erstmal in Sicherheit. Mich würde echt mal interessieren, ob wir noch Obsidian haben. Diese Truhe müssen wir auch mal sortieren. Aber wir haben kein Obsidian. Also wir haben drüben Obsidian. Da könnten wir noch hin Obsidian holen. Wäre natürlich auch eine Variante, dass man da Obsidian holt. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Sand. Müssen wir auch bald wieder Sand farmen. Wir haben fast gar keinen Sand mehr. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Und jetzt werden wir gleich schlafen gehen, weil wir erstmal genug haben von der Dunkelheit. Da haben wir dann doch genug erlebt. Wir wollen schlafen. Hallo? Gut. Jo, und so kommt eine Folge zur anderen und jetzt sind wir schon bei der Folge 232. Wer hätte das gedacht, dass das alles so wahnsinnig schnell geht? Ich hätte mir das so nicht gedacht. Wisst ihr, was ich komisch finde? Ich dachte, ich hätte drei Eimer. Ach so, die sind ja vielleicht im Rucksack drin. Siehst du, den muss ich ja. Ups, den muss ich ja auch. Ich verwechsel immer die E-Taste und die Escape-Taste. So, dann müssen wir die nämlich hier auch mal sortieren. Was haben wir denn da im Rucksack? Ist ja nicht so viel. Ist ja nicht so viel. Hier müsste ja jetzt was herangeschmolzen sein. Das ist sehr schön. Dann können wir das gleich reinhauen. Der brennt immer noch. Was brennt man denn da so lange? Ach, Gold, ja. Das dauert so lange, ja. Ein kleiner Fehler hier im Ofen, der geht nicht mehr aus. So. Guck mal, Eisennachschub. Klasse, wa? Ach so, Zombiefleisch für die Hunde. Brauchen wir sowas drüben auch? Drüben haben wir. Na doch, da haben wir auch Tiere, okay. So, weiter geht's. Hatte ich da eigentlich schon alles rausgeholt aus der Truhe? Klack, 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 klack. Das Gold muss natürlich auch hier rein, falls ich mir da nochmal irgendwas draus craften will. Wir haben da auch noch so einen fürchterlichen Goldblock, habe ich gerade gesehen. So, ja Leute, diese Folge, wie es aussieht, wird eine Sortierfolge werden. Wer sowas gar nicht mag, der muss dann jetzt abschalten. Es tut mir total leid. Aber ich muss das gerade unbedingt mal machen. Was habe ich denn hier? Ach so, das ist die Lebensmittelkiste. Okay. Okay. Dann haben wir hier noch die Krimskramskiste. Das war, nee, ist ja die normale Holzkiste, huh? Eigentlich. So. Da di da da di da da di da. Leiter könnte man auch immer, falls man mal eine Höhlentour macht, sollte man immer eine Leiter bei haben. Sag nicht, dass das jetzt hier Tropenbaumsetzlinge sind. Nein, leider nicht. Ach, guck mal, was haben wir da? Fünf Knöpfe, die gehören da gar nicht hin. Wo gehören die Knöpfe denn hin? Habe ich irgendwo eine Knopfkiste? Ja, nicht wahr? Naja, machen wir die hier mit rein. Jetzt könnte ich mir ein Too Many Items wieder wünschen. Wo ich jetzt hier so richtig lossortiere. Wäre das schon cool. Aber man kann nicht immer alles haben, was man will. Manchmal macht man auch. So, jetzt kommt das hier noch rein. Ist hier noch was zum Wegpacken? Die Kohle. Fackeln haben wir noch ohne Ende. Wir haben mal die Kohle hier in unserer Kohlevorratskiste.
Ist auch fraglich, ob wir drüben genug Kohle haben. Wir werden mal einen Stack Kohle noch für drüben wegpacken. Ihr wisst, was ich mit drüben meine, oder? So. Und den Rest Kohle, den hauen wir hier noch rein. Dann können wir noch gucken, haben wir noch was im Wassereimer? Im Wassereimer. Haben wir noch was hier drin? Ja. Im Rucksack. Schleimball. Okay. Spinnseide. Okay, dann haben wir hier noch ein paar Kakteen. Okay. Wisst ihr, was mir da gerade einfällt? Wir haben überhaupt gar keinen grünen Farbstoff. Wir haben zwar Kakteen, aber keinen grünen Farbstoff und wir haben noch nie grüne Wolle gemacht. Das muss sich hier sofort ändern. Vorausgesetzt. Oder muss man den brennen? Ah, tatsächlich. Man muss den brennen, um grünen Farbstoff. Ist ja auch geil gemacht. Die sind so genial. Guck mal hier. Kaktusgrün. Cool. Sehr cool gemacht wieder. So. Mit dem Tiegel, oder wie das Ding heißt, können wir jetzt im Moment erstmal nicht so viel anfangen. Was haben wir denn hier? Das waren hier die... Genau, unsere bemoosten Ziegel. Dann haben wir hier nochmal Sand. Dann haben wir hier nochmal Stein. Und hier haben wir Kies. So, hier haben wir Eimer drin und so ein Zeug. Müssen wir jetzt auch nicht unbedingt mit... Also einen Wassereimer sollte man vorsichtshalber immer dabei haben. Der Rucksack war leer. Essen brauchen wir ein bisschen was. Holz können wir mitnehmen. Halt nichts dagegen. Na, so langsam leert sich doch das Inventar. Das brauchen wir vielleicht für irgendwelche Tiere. Das Essen brauchen wir auch. Zweimal Leder. Brauchen wir eigentlich nicht. Kommt hier in unsere Krimskramskiste wieder. So, Pilze können bei Lebensmittel rein. Könnte man jetzt schon... Ach, eine Pilzfarm wollte ich ja auch nochmal machen. Gut, und dann lass uns doch mal gucken, ob wir vielleicht ein paar Smaragde hier ranholen können. Was wollten die denn mal? Die wollten doch immer... Also ich kann mich erinnern, dass sie auch da zwischenzeitlich Fleisch wollten, ja. Na, ein bisschen Zeit haben wir noch. Bevor es hier wieder losgeht. Und da können wir mal gucken, ob da einer dabei ist, der uns vielleicht Fleisch gegen Smaragde eintauschen möchte. Von den Überlebenden hier. Okay. Da müsste ich jetzt aber erstmal eine Ernte machen. Dann machen wir die. Bam, 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 bam. Bepflanzen können wir das dann später. Wir holen uns jetzt mal nur ein paar Smaragde. Wir sind ja da ganz locker. Und lop. Und lop. Und lop. So. Guck mal, du wartest schon, wa? Elf Pfeile, ein Smaragd. Ah, das ist natürlich auch ein super Geschäft. Mit wem hatte ich denn hier gesprochen? Mit dir, genau. Guck mal. Gut, dadurch, dass ich jetzt nur 19 habe ich aber den Smaragd habe ich aber, oder? Ja.
guck mal alles und habe ich vergessen neu zu pflanzen. Hier hatte ich ein bisschen was gepflanzt da unten. Hei. Hier ist noch was. So. Hier ist noch mehr. Da müssen wir bei Gelegenheit mal mit einer Hacke durchgehen. So, nehmen wir gleich mal mit. Eine komplette Ernte sozusagen. Wir müssen ja auch mal eine Dreifellerwirtschaft machen, war so ein Fruchtwechsel. Mohrrüben ohne Ende. Passt wahrscheinlich schon gar nicht mehr ins Inventar rein. Warum sollte ich denn diese eine Kartoffel da liegen lassen? Und hier, naja, nicht schlecht. Schon völlig verwahrlost hier. Das Feld. Hat sich wieder keiner drum gekümmert. So. Sieht doch geil aus, oder? Ich glaube, so in der Form habe ich noch nie geerntet so schnell. Man lässt einfach die Maustaste gedrückt, aber das wird ja für euch nichts Neues sein. So. Selbst die, die zur gleichen Zeit mit mir angefangen haben, wie ich mit meinem Let's Play angefangen. Hier ist ja gar kein Bett drin, war. Oh, schnell hoch. Die zur gleichen Zeit angefangen haben, wie ich mit meinem Let's Play, die haben jetzt wahrscheinlich schon 5-mal so viele Stunden. Oh, 5-mal oder ach, vielleicht noch viel, viel mehr Stunden gespielt. Ich spiele hier immer nur eine Viertelstunde am Tag im Prinzip. Wenn wir es mal so verteilen. So, ich hätte jetzt ganz gerne nochmal das Geschäft gemacht. Vielleicht sollte man dann die Waffen wegstecken. Hier, guck mal. Ah, okay. Was? Mehr war das nicht? Doch, hier ist doch noch was. Naja. Haben wir ein bisschen was? Oh, guck mal, der hat noch andere Angebote. Ah, okay. Ein bisschen Smaragden geerntet hier, cool. Bist du noch jemand? Nein, das... Sag mal, Frauen gibt's jetzt gar nichts mehr, wa? Liegt das jetzt wieder am Texture Pack? Kann das sein? Das hatte ich doch schon mal, wa? Dass die Frauen irgendwie weg waren. Und dann habe ich dieses Co-op Texture Pack genommen und dann waren die wieder da. Weil es ist doch hier auch so halb konvertiert, das Texture Pack, was ich hier gerade benutze. Ja, du warst ja der mit den Bücherregalen, wa? Bücher? Was guckst du denn da eigentlich? Ach so, okay. Ja, ich habe jetzt auch keine Hacke dabei. Deshalb macht das jetzt keinen Sinn. Da würde ich doch zum Ernten dann tatsächlich eine Hacke mitnehmen. Siehst du, da können wir auch mal ein paar von diesen Mohrrüben in der Endertruhe packen. Damit wir da oben auf der Festung unser Selbstversorgungsfeld. Das braucht man hier nicht von. Da drüben. Die Schleimbälle?
Die Kohle brauchen wir eigentlich, können wir das alles gut gebrauchen drüben. Was haben wir denn hier? Stärke 4, das werde ich mal nehmen. Jetzt wollte ich mir jetzt noch was anderes. Mohrrüben noch. So. Dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen was wegpacken. Ich wollte gar nicht so viele Mohrrüben. Wollte ich ja eigentlich gar nicht drin lassen in der Kiste. Ich wollte eigentlich ein paar nur. So, jedenfalls die Hälfte. Und hier können wir dann ja noch welche Kartoffeln herstellen. Und jetzt haben wir ja unser Kaktusgrün. Was machen wir damit jetzt? Da könnten wir jetzt ein bisschen... Na, ein paar Schafe noch färben. Mit Kaktusgrün. Wir haben nämlich noch gar keine Schafe, keine Grün. Doch, da, nach mir ist gelb. So, jetzt. Hallo Leute. Wir brauchen noch ein paar grüne Schafe. Deshalb kommen wir. So, das reicht mir schon. Oder? So vom Anteil her. Man braucht ja auch noch ein paar weiße, oder? Wir haben zu wenig weiße. So, jetzt hier wieder raus. Schnell, schnell, schnell raus. Wenn man wissen würde, wo die Tür ist, hier. Oh. Oh, und das Gebrülle da drin, das geht ja richtig auf Psychoterror. Ja? Man ist so ein bisschen richtig unter Stress, so wie es unseren Vorfahren wahrscheinlich auch ging, wenn die dann von so einer Herde eingeschlossen waren. Kaktusgrün. Löwenzahngelb. Rosenrot. Aber Lapislazuli blau haben wir nicht, oder? Ach nee, Lapislazuli ist selbst die Farbe. So war das doch, oder? Oh, so, jetzt die Smaragde einräumen und dann war es das auch schon so langsam für heute. Immerhin haben wir 24 Smaragde. Eisen. Naja, haben wir schon schick gemacht diesmal. Eine giftige Kartoffel war dabei, habt ihr das gesehen? So. So Leute, jetzt ist es hier 22 Uhr bei mir in meiner Welt, wo ich gerade aufnehme. Und ich kann jetzt hier noch einen kleinen Happen essen. Sag mal, wir haben noch ein Verzauberungsbuch, wa? Kann man eigentlich einen zweiten Zauber noch auflegen auf so einen... Wollen wir mal gucken? Die paar Minuten haben wir noch. Habe ich noch. Aber nicht mit dem Fleisch in der Hand. Das sieht uncool aus. Stell dir mal vor, die Dorfbewohner sehen dich. Sieht so verfressen aus dann, weißt du? UFO-Mann. So. Weißt du, dass wir hier mal gucken, ob das überhaupt geht. Ah, okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Also können wir nur auf frische, neue Waffen das rauflegen. Es gab doch auch irgendwie so eine Möglichkeit, wo man zwei zusammenpacken konnte. Wenn ich jetzt ein zweites Schwert noch bastle und das dann irgendwie zusammenlege am Amboss. Guck mal, was ich hier noch für Bücher habe, ohne Ende. Stärke 4, Dornen, Effizienz, Stärke. Guck mal, wollen wir mal gucken, ob wir die Effizienz darauf packen können?
Nein, da geht immer nur ein Zauber rauf. Haha. Effizienz 4 gibt's auch noch dazu. Klack. Siehste, dann könnten wir doch... Ach, unsere scheiß Eisenrüstung. Lohnt sich das denn? Was haben wir denn hier? Stärke, Plünderung, Stärke, Dornen. Dornen, Dornen, Dornen. Ist jetzt nicht so rüstungsmäßig, oder? Gucken. Da müsste das ja, wenn es passt, müssen wir dann da auch einen zweiten raufhauen können. Gut, dann aber nur deshalb, weil Dornen wahrscheinlich doch dann doch mal was für Rüstungen ist. Stärke. Gucken. So, das und das. Nein, es geht nicht. Naja. Naja, dann machen wir es nicht. Und wisst ihr was? Ich bin todmüde. Wir werden hier an der Stelle erstmal unsere heutige Runde hier beenden. Und wir sehen uns dann morgen, meine lieben Freunde, bei einer weiteren Folge. Oh, ich habe ja noch 15 Punkte. Und ich sage, auf Wiederhören.